Hallo und willkommen zurück zu Civilization Beyond Earth. Und ja, zuletzt hat man hier unten links die Ecke ausgeräuchert, die Stadt gebaut und ein bisschen erkundet, hier was es da noch so gibt. Hier sind drei Ausgrabungsstätten, da kann man noch eine Stadt hin platzieren, was da ist, weiß ich nicht. Und hier, die scheinen dann doch sehr einfach abzuwehren zu sein, indem wir hier einfach ein paar Einheiten positionieren. Da muss ich, müsste ich dann später noch machen, müssten wir eigentlich jetzt schon machen, indem wir da ein bisschen was hinstellen. Ich bin im Moment noch das hier am Erforschen. Ich habe das hier schon so weit erforscht. Wo ist es? Schwarmrobotik. Dass man das jetzt einfach freischalten kann, wenn man es braucht. Ich will aber die Zeit gerade noch nutzen, um ein paar Rover zu bauen. Da braucht man leider noch zwei Policies, das dauert noch, bis wir das hier haben. Deshalb müssen wir bei den beiden Sachen wohl darauf verzichten. Und ja, dann können wir einfach mal hier weitermachen. Der baut jetzt hier weiter den nächsten Brunnen. In Runden. Ist natürlich wichtig, dass Freeland. Die haben sogar zwei unterschiedliche Affinities. Das macht überhaupt keinen Sinn. Weil es natürlich durch Ausbuddeln passieren kann, dass man sich das nicht aussuchen kann. Da kommt man auch nicht gescheit drüber. Hier ist noch eine Einserfläche, höchstens da oben noch. Und den ja können wir. Wir können mal das Wachstum mal noch gerade erhöhen. Und der. Den ziehe ich mal in die Stadt, damit er sich da heilt. Abwarten. Abwarten. Ja. Krieg erklären. Nein, wir kommen in Frieden. Die sind nur zufällig alle an den Grenzen. Fertig. Und der nächste bitte. Mal gucken, wie viele Militäreinheiten wir überhaupt haben können. Oh, wir sind am Maximum dran. Viel mehr geht da nicht. Dann kriegen wir einen Malus. Auf Produktion. Na gut, dann werde ich das hier gleich triggern, damit die alle eins aufsteigen und dann geht's los. Ja, komm, stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben. Bei du. Du kannst noch ein bisschen fahren, bitte angucken. Der braucht noch.
Wir sind im positiven Gesundheitsbereich. Santa dürfte auch dann gleich zur Stadt werden. Wahrscheinlich danach die Runde. Da bauen wir ein Vivarium. Reparaturanlage. Der bleibt da mal als Spion da. Lohnt sich das? Ja. Okay, das passt. Ja, können wir gerade ein bisschen boosten noch. Die hatten, glaube ich, Javed. Handelswegübersicht. Javed. Freeland. Die wird sowieso gleich abbrechen. Dann werde ich die neu zuordnen. Die können wir weiter schicken nach. Ja, Sabta ist gut, es bringt ordentlich. Mandira. Abwarten. Saira, jetzt wird es halt langsam schon so ein bisschen Management gucken, wo man was macht. Also Saira hatten wir auch eins nach oben geschickt, muss auch weg, wird aber dann gleich abreißen. Azraya, der kann weiter, oder? Na, jeder ist besser. Nochmal den. Okay, da ist kein Platz, dann machen wir das so. Okay, 104 Kultur. Nicht schlecht. Könnte man doch vielleicht gucken, bevor wir das nächste bekommen. Die Fähigkeit, dumme Ressourcen, schlaue Ergebnisse zu erzielen, sollte jedem Manager eine Lehrstunde sein. Ihre Angestellten müssen nicht besonders viel wissen, um die gewünschten Resultate zu erzielen. Mhm. Wenn du kannst, dann berühre einen Belagerungswurm, während er sich vorbeibewegt. Das wird dich alles lehren, was du über die Bedeutungslosigkeit der Menschheit wissen musst. 5 Punkte weniger durch Miasma, na Wahnsinn. So, und jetzt können wir den hier bauen. Verschanzte Einheiten, wir machen aber das mit dem Flankieren. Das ist auf jeden Fall praktikabler. Der ist fertig und hier können wir direkt Kauf des Handelslager. Den da werde ich schon mal wieder zurück zur Stadt beordern. Kommen wir erstmal hier hin. Neue Forschung. Das hier mache ich jetzt noch nicht, sondern da will ich halt tatsächlich gucken, dass ich das hier noch voller bekomme. Ich hatte gesehen, Alien Ethik, da ist dieses Schutzgebiet, was wir bauen müssen. Das wäre natürlich auch noch interessant. Und hier kriegen wir auch noch eine neue Einheit. Wir könnten das mal erforschen. Das Observatorium wäre noch nett. Und das...
Hier das Institut könnte man noch brauchen. So, oder auch 11 Runden. Ich würde aber sagen, wir nehmen, gehen hier rüber, denn da kriegt man auch Punkte für den Sieg dann. Kann man das eine zwar jetzt noch nicht bauen, weil das 5 ist, aber dann kann ich später die Sachen relativ fix hintereinander freischalten. Ja, wobei das 26 Runden sind. Vielleicht ist das hier sinnvoller. Machen wir erstmal die Physik, das dauert nur eine Runde. Das ist auch nicht schlecht. Und plus 10 Heilung. Und nochmal das. Drohnensphäre. ...130 Runden, das ist ein bisschen lang. Die bauen den Recycler. Die könnten das Ding in 22 Runden bauen. Klingt okay, können wir machen. Die würden das in 12 Runden fertig bauen. Die können auch im Moment nichts anderes, die können auch nichts anderes machen. Ach, da war noch was anderes. Zurück zur Karte. Wir machen zuerst das, dann das. Dann gehen wir weiter zur Bionik. Gut, so ein ändern. Die machen jetzt den. Der kostet halt jetzt mehr. Der kann ein Handelsschiff schon mal bauen. Und der baut die Drohnensphäre. Und dann geht's los. Können wir noch weiterfahren. Jo. Ja, ja. Mal wieder sehen. Wort gebrochen. Jimboomba! Könnten wir eigentlich. Naja, das Problem ist, dass ich da nicht hinterkomme. Ich werde da jetzt einfach auch noch Einheiten hinschieben. Ich kann leider nur das eine Feld fahren. So. Theoretisch könnte man da auch eine Straße bauen. Okay, das ist jetzt die Handelsroute, die quasi weg ist. Der kann jetzt nach Vasanta rüber. Dann machen wir erstmal die hier, die sind ja auch wieder frei. Asraya macht mehr Sinn. Beide. Hoppla. Dann. Vasanta und Saira. Den will ich aber nicht damit machen. Dann schicken wir den erstmal rüber nach Vasanta. Moment, Asraya hat auch noch eine. Machen wir hier hin. Da ist alles voll mit Miasma, sonst könnte man mit denen auch handeln.
Müssen wir mal wegpusten. Basanta Seira. Das ist aber keine Seehandelsroute. Das ist eine Seehandelsroute. Basanta. Die wäre überall, die kann dann nach da. Versuchen wir den noch zu überfahren ein bisschen. Ein paar werden da schon sterben, aber ich bin sowieso dann da im Cap von Einheiten. Von daher ist das auch ziemlich egal. Gesamtversorgung haben wir 37, da ginge also noch minimal was. Nach Yavet wollen wir nicht. Schicken wir den auch mal rüber nach Vasanta. Kann nichts tun und damit wäre die Runde fertig. Interessant wäre jetzt, ob die anderen mir auch noch den Krieg erklären. Das nicht so wirklich viel, was die gemacht haben. Den Arbeiter scheinen die auch nicht wegbewegen zu wollen. Weg. So, da können wir erstmal Repulsor bauen, um hier einen Weg mal zu machen, wie wir mit denen handeln können. Wobei ich glaube, die hatten auch eine Technologie, womit die Handelsrouten einfach durchfahren konnten. Moment. Wüsste ich jetzt aber nicht wo. Müsste ja auch sowas sein. Weiß ich nicht, finde ich nicht, brauchen wir nicht. Wir bauen da so einen Repulsor, machen da ein bisschen Miasma weg, damit eine Handelsroute durchkommt und dann ist gut. Wir können ein paar Tech-Jets bauen, die werden sowieso dann auch bald aufgewertet. Naja, bald mit 6, glaube ich. Das dauert noch ein bisschen. Marine! So, dann werden wir hier mal ein bisschen Chaos verursachen. Yavet. Yavet ist die Küstenstadt, der wollen wir nicht. Asraya können wir. Yavet, die brauchen noch das Handelsschiff, um dahin zu handeln. Die sind auch eins am Bauen. Und die werden ihre Handelsrouten im Moment noch nicht auslasten können. Muss ich mal schauen. So, dann greifen wir mal an. Das wird jetzt auf jeden Fall schmerzhaft werden. Ja. Wir
Ja, danke. In den Tod schicken will ich ihn natürlich auch nicht. So. Wäre natürlich theoretisch noch besser, wenn wir Nahkampf, Fernkampfeinheiten hätten. Das machen wir auf Leertaste. Hatte den nicht eine Handels? Ach, soll ich aufgecured? Plünderung, sehr gut. Okay, der ist hops gegangen. Naja, die hält doch mehr aus, als ich gedacht habe. Ne, macht ihr mal euren Krieg. Aha. Der hier ist böse. Stellen Sie sich an. Ja. Heilen. Weiter geht's. Ich muss den überfahren. Der wird zwar jetzt vermutlich auch sterben durch die Stadt. Naja, eher nicht. Haben wir einen Arbeiter erbeutet? Ah, den hätte ich zuerst noch. Nein, hätte ich nicht bewegen sollen. Das passt schon. Okay, den haben wir fertig. Der kann nach Javet. Dann können wir da auch wieder was Neues bauen. Die haben jetzt alle Routen ausgelastet. Jo. Können dann aber auch nichts mehr bauen. Aber mit dieser Fortune konnten wir handeln. Also bauen wir nochmal ein Handelsschiff und schicken das dann rüber nach Vasanta. Und der hat dieses Xeno-Dings gebaut. Schön. Der könnte das hier ausbauen. Angriff! So, dann haben wir den noch. Der fährt mal zurück in die eigenen Grenzen, wo er sich heilen kann. Es wird noch ein paar Angriffe benötigen. Ich warte da mal. Der auch. Der macht
nix. Oh, da ist auch noch was. Okay. Der lebt aber noch und kann sich dann direkt wieder promoten. Den können wir danach auch überfahren. Offene Grenzen. Nö. Ja, ja, der ist tot, habe ich gemerkt. Wir sind eigentlich fertig. Platz da. Auch interessant, dass sie die Handelsroute nicht geplündert haben. Veteranenstatus erreicht. Das ist der, der muss gehalten werden. Es geht ja drauf. Und der so weitermachen. Okay. Automatikfabrik. Und da haben wir jetzt die Fernkampfeinheit. Die können wir jetzt theoretisch bauen. Verteidigung im Fernkampf nochmal. Und Reparaturanlage. Dann kann der auch Einheiten danach rausrotzen. Der baut dann eine Mine. Habe ich dann Tech-Jet gebaut? Anscheinend. Einmal aufladen. Und wieder zurück. Xenomasse ausgebaut. Sehr schön. Der kann jetzt hier runter und da mal was ausbessern. Kann heilen. Jetzt haben wir wieder einen Arbeiter mehr. Die wollen wir nicht. Der kann aber plündern. Bewegt sich dann. Ja, es wird halt schmerzhaft werden, aber es hilft ja nicht. Also, drauf. Hast du da jetzt überhaupt Schaden gemacht? Was war das denn? Ah, jetzt. Halb kaputt, ist schon okay. Wenn die danach sterben, ist auch okay, dann rücken die einfach nach und brauche ich halt neue. Der steht im Jasmin, das ist halt nicht so cool. Aber ist egal. Okay. Weiter geht's. Ja, der ist kaputt. Schweine! Die Flugzeuge haben sie rübergesetzt. Okay. Da ist noch so ein dämlicher Fluss zwischen. Masse bauen sollen und mit Fernkampfeinheiten angreifen müssen.
Okay. Gesundheit durch Einheiten. Netzwerk. Xeno-Zuchtstation. Und... bauen wir sie halt jetzt, Kanonier. Drauf. Ja, der vielleicht nicht, der darf gehen. Die haben noch schön Land da oben. Handelsweg. Santa. Die brauchen immer noch ein Handelsschiff auf jeden Fall. Machen wir das hier am besten. Den fahre ich nach dort, aber der kann dann nicht mehr angreifen. Da ist der Miasmic Repulsor. Ich glaube, da haben die selber einen gestartet. Sieht da zumindest kein Miasma mehr hinter. Dann lagere ich den jetzt hier einfach. Einschlafen. Kann ich zur Not dann später auch verkaufen. Da müssen noch ne, muss noch eine Mine hin. Zack. Ach, da ist das Boot. Okay. Also Santa. Und der brauchen wir nicht. Zack, zack, weg. So, und hier wird das jetzt etwas böse. Ich denke, den werde ich einfach in den Tod schicken. Angriff! Angriff! Ich hoffe, dass es nächste Runde dann passt. Hier steht im Miasma, damit heilt er sich, kriegt wieder Schaden. Geht aber. Heilung. Nichts tun. MET. Ah, da gehen Handelsrouten in 1. Ist ja Wahnsinn. Ja, komm. Wobei, Moment, wie viele Handelsrouten haben die noch? Ich lasse ich mal stehen. Der fährt wieder zurück zu den Ausgrabungsstätten. Ja, der ist weg, aber dann kann der nächste nachziehen. Jetzt kommen die Flugzeuge. Der auch weg, dann kann wieder der nächste nachziehen. Der lebt noch! Und so mal ein Handelskonvoi geplündert und er darf jetzt sicher auch promoten. Dann kann er sich auch nochmal in den Tod stürzen. Und der da kann plündern, bevor er angreift. Ist der auch wieder fast voll. Ja, es könnte diese Runde klappen. Wir haben auf unseren Bionic.
Genau, sehr schön. Der würde dabei sterben, macht aber nichts. Machen wir erstmal die, die überleben können. Ah, der kann plündern. Ah, das hat jetzt nicht so viel gedacht, wie ich gebracht, wie ich gehofft habe. Ach, das... Da ist anscheinend doch noch ein Fluss zwischen. Da liegt die Grenze doof drauf. Das war natürlich jetzt ein bisschen blöd. Okay, drauf. Der könnte es überleben. Ja. Der soll jetzt bitte sterben, der von mir. Oder einnehmen, das ist natürlich auch schön. Hier hat sich dann auch etwas geändert, denn man sollte die jetzt nicht zuerst als Marionette erstellen und dann annektieren, denn dann würde danach nochmal ein Tumult entstehen. Also wenn man die annektieren will, dann sollte man das sofort machen und das machen wir jetzt auch. So, als nächstes ist Jim Bumba dran. Und da kommen wir dann auch mit Fernkampfeinheiten hin. Wobei... den muss man dann allerdings da rumziehen und der braucht auch ewig, um da hinzukommen. Müssen wir mal schauen. Wobei, da kann man noch eleganter machen. Freeland. Die brauchen jetzt sowieso erstmal ein bisschen. Die bauen ein Labor. Jetzt können wir die Flugzeuge darüber bringen. Und dann können wir eventuell mit den Flugzeugen auch einfach die Stadt kaputt schießen. Oder zumindest anschießen. Haben die aber auch gut noch aufgerüstet auf 34 jetzt. Ich war eben bei 29. Alien-Reservoir. Das bauen wir jetzt nochmal zwischendurch. Die Zeit haben wir. Okay, keine freien Handelswegplätze. Das passt aber. Der wartet. Und der Arbeiter, die dürfen hier einen Weg hinbauen. Ja, die ist ein bisschen... Das sind Felder... So... Ich kann das ausbauen. So, das ist erledigt. Ja, gut, der ist weg. Hey, der ist nicht weg. Jetzt ist er weg. Ja, okay. Macht aber nichts. Die können sich ruhig immer schön gegenseitig bekriegen. Da haben wir wieder eine Promotion. Ja, Questentscheidung. Kultur oder Unterhalt? Natürlich Kultur. Das eine Gold können wir verzichten. Wir haben auch schon ordentlich Asche jetzt. Was wir nicht wirklich brauchen. Das ist gut. Bauen wir. Die heilen sich. Und dann gucken wir mal. Oh, oh, oh. Die überleben das. Aber das würde sehr schmerzlich werden.
95 zugefügter Schaden. Das wäre ein bisschen Aua. Ach, das habe ich nicht verplant. So. Ist da Miasma? Nö. Der müssen wir nächste Runde gucken, ob er noch losgeschickt werden kann. Läuft der nächste Runde drauf. So. Sollte ich nicht den ausgewählt haben? Er kann sich voll heilen. Abfangen. Wie können wir deren Jäger abschießen, wenn sie losfliegen? Arbeiter. Nochmal von hier aus. Können wir uns eventuell ein bisschen was sparen. Heilen. So. Straße bauen. Und die Stadt will er uns auch noch geben. Ist irgendeine Gammelstadt, kann er vergessen. Die hat, da hat er hier oben noch eine gebaut, womit er uns eben auch angegriffen hatte. Falls er nicht sogar von den Aliens aufgefressen wird, da. Reliquie der alten Erde. Okay, und die hier können alte Einheiten bauen. Kanonier. So. Freelance. Handelsgut. Ja, wunderbar. Ist auch kein Miasma. Schon mal in Aufstellung gehen. Drei Xenomasse gegen einen Gefallen. Nö. Bitte warten. Haufenweise Meldungen. Produktion von Orbitaleinheiten oder mehr Reichweite. Und mal die Reichweite. Die sind sowieso sehr schnell zu bekommen. Flugzeug. Ja, dann werde ich hier auch erstmal wieder einen Schnitt machen. Und dann geht es beim nächsten Mal ja, mit der Eroberung der nächsten Städte weiter. Und nebenher sind wir natürlich weiterhin alle Städte am Ausbauen. Denn diese Kriegsbestrebungen sind quasi nur einfach der Ausguss von meinen Städten. Die Produktion, die ich sowieso nicht gebraucht hätte. Und vielleicht, dass wir hier nochmal eine Stadt hinzimmern, denn das hier sieht ganz gut aus. Also...